Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen News-Video zu Earth 2 auf meinem Kanal. Es gibt insgesamt drei neue News, über die ich einmal kurz berichten will. Und bevor wir einsteigen, hier nochmal der kleine Hinweis. Wer gerne Teil der Earth 2-Community sein möchte, das Ganze einmal ausprobieren will und eventuell neue Grundstücke erschließen möchte, nutzt doch gerne meinen 5% Discount-Code, der hier eingeblendet ist, um Rabatt auf eure Grundstücke zu bekommen und nicht den vollen Preis zahlen zu müssen. Und ja, das war es eigentlich schon genug mit der Eigenwerbung. Ich würde sagen, wir starten einmal ganz kurz mit den News rein. Schauen wir uns das erste wichtige Thema an. Und zwar wurde im Rahmen von Earth 2 eine neue Firma gekauft, nämlich die Firma, die das Spiel Drone the Game rausgebracht hat. Der ganze Hintergrund dabei ist, um einfach diese 3D-Welt, die Earth 2 ja mal werden möchte, einfach die vorhandene Technologie des Games zu nutzen, um dabei die eigene Entwicklung weiter fortführen zu können. Entsprechend wurde diese Firma dann gekauft und die Technologie wird dann in das ganze Konzept einfließen. Ich bin hier einmal ganz kurz auf das Video auf YouTube gegangen, um mir mal anzugucken, wie das Ganze ausschaut. Ich würde sagen, von der 3D-Perspektive ist es auf jeden Fall eine coole Sache und denke ich, es ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, das Ganze mit ins Spiel einfließen zu lassen. Also wir sehen auf jeden Fall hier, dass da ein Haufen grafischer Details möglich sind mit der Technologie des Games. Und ja, man sieht auch schon, denke ich, in welche Richtung das Ganze dann gehen soll. Es wird sich zeigen, inwieweit die Entwickler das Ganze auch wirklich in Earth 2 umsetzen können später mal. Aber ich denke, allein so von der Perspektive, was die Landschaft angeht, denke ich, ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Ich denke, wir müssen jetzt auch nicht das ganze Video angucken. Ihr könnt euch das gerne bei Bedarf auch selbst anschauen. Der Titel ist ja hier unten ersichtlich oder einfach in den Earth 2 News einmal gucken. Das Einzige, was vielleicht noch interessant wäre, müssen wir ganz kurz gucken, ob wir das finden. Genau, ist dieser Building Editor. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine coole Sache, wenn das so einfach möglich wäre wie in dem Spiel Drone selbst. Und auch hier, dass man hier diese Landschaften einfach anpassen kann und so, das denke ich, wäre auf jeden Fall wirklich eine coole Sache, wenn das Ganze wirklich auch im Spiel so umgesetzt werden kann. Ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Eine weitere News, auf die ich mich schon sehr gefreut habe, als ich sie gelesen habe, ist, dass ein früherer Mitarbeiter von Binance, also einer der großen Kryptobörse, ist glaube ich ansässig in der Schweiz, somit die größte Plattform, auf der Krypto gehandelt werden kann, als Strategic Advisor hier eingeführt wird. Entsprechend ist der jetzt ab sofort Teil des Earth 2 Entwicklerteams als Advisor tätig und ich denke, der Sinn dahinter ist, dass man einfach hier die Connections und natürlich auch das technologische Wissen und auch die einfach die Beziehungen, die der Mitarbeiter mit sich bringt, nutzen kann, um hier eventuell einen weiteren Schritt in Richtung NFT und Krypto zu ebnen und einfach das ganze Krypto-Thema in Earth 2 nochmal weiter voranzutreiben. Und ich denke, mit der Übernahme bzw. mit dem Hinzugewinnen des Mitarbeiters kann auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in Richtung Krypto gemacht werden. Das letzte Thema, worüber ich berichten will, ist, dass es jetzt möglich ist, in Earth 2 Grundstücke zu verschenken. Das können wir uns auch gleich nochmal im Detail angucken, wie das Ganze geht. Hier einfach mal die Möglichkeit nochmal aufgelistet, dass man ab sofort halt diese Grundstücke verschenken kann und entsprechend da hier irgendwie einem Freund oder so über die E-Mail beispielsweise einfach den Einstieg in Earth 2 erleichtern kann. Wie das Ganze funktioniert, können wir uns auch einmal ganz kurz anschauen und gehen dafür einmal in das Spiel rein. Müssen wir jetzt hoffen, dass wir jetzt hier freie Landfläche finden, aber ich denke schon. Wunderbar. Wenn wir jetzt einfach hier mal diese Teils auswählen, die jetzt hier 11,8 Cent kosten, was nicht viel ist, da könnten wir jetzt hier unten auf Buy Now drücken. Und jetzt sehen wir, dass wir nicht eingeloggt sind. Einen Moment, ich logge mich ganz kurz ein. So, das Ganze sieht jetzt hier schon einmal besser aus. Haben wir jetzt auch oben einmal alle Werte angezeigt von mir, vom Profil. Und jetzt sehen wir hier unten, wenn wir jetzt den Buy Now-Knopf drücken, dass wir hier einmal den Referral-Code eingeben können. Da habe ich euch ja hier meinen mitgegeben, könnt ihr gerne benutzen. Und jetzt haben wir hier weiter unten auch die Möglichkeit zu sagen, dass das hier ein Geschenk ist. Und man kann hier auswählen, ob derjenige schon einen F2-Account hat. Da könnte man hier einfach den Accountnamen angeben. Oder er hat noch keinen F2-Account, dann kann man hier eine E-Mail-Adresse angeben.
Und derjenige bekommt dann quasi einen Code inklusive Link zu Earth 2, sodass er dann, wenn er seinen Account erstellt, schon automatisch das Grundstück zur Verfügung hat. Ich denke, das ist auch auf jeden Fall eine coole Sache, gerade wenn Leute neu im Spiel dabei sind, dass man hier einen guten Einstieg geben kann und vor allem auch, dass man hier, falls man das Bedürfnis hat, irgendwie zum Geburtstag oder so ein virtuelles Grundstück zu verschenken, ist es, denke ich, auf jeden Fall eine witzige Sache, dass man hier diese Option hinzugefügt hat. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Postet gerne auch einmal eure Raffle-Codes in die Kommentare. Ich denke, das ein oder andere Grundstück wird noch von mir aus erworben und entsprechend würde ich mich natürlich freuen, wenn hier auch ein bisschen euch was zurückgeben kann. Entsprechend postet das Ganze doch gerne unten rein und bei Bedarf werde ich dann auch die Codes von unten verwenden. Und was mich auch vor allem interessieren würde: Wie sieht das Ganze denn bei euch aus? Wie viele Grundstücke habt ihr? Wie viel Essence? Generell teilt doch mal ein bisschen, was damit die Community sieht, wie jeder hier aufgestellt ist, damit man mal so ein Gefühl kriegen kann, wie das vielleicht auch bei anderen Leuten aussieht. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche allen Leuten, die das Ganze jetzt gerade schauen und die Weihnachten feiern, frohe Weihnachten und allen anderen auf jeden Fall trotzdem frohe Festtage und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dann.